Hallo, da sind wir wieder auf der Suche nach dem letzten Schlüssel, sofern es ihn denn gibt. Falls nicht, fände ich es echt komisch. Aber ich habe auch wirklich alles schon abgesucht. Vielleicht hatte es hier auch jemand von den letzten Wachen verloren und der wurde irgendwie in die Wand gebackt oder keine Ahnung. Jedenfalls habe ich ihn bisher nicht gefunden. Und ja, mit dem allerletzten bisschen Energie, was ich da noch habe, man sieht es wirklich gar nicht mehr, setze ich jetzt die Sicherung dort ein. Und dann schaue ich mal, ob es reicht. Oder ob ich doch nochmal ein Medipack nachschmeißen muss. Da kam auf jeden Fall nochmal ein Husky. So, gleich Waffen ziehen. Alles ist, läuft wieder. Er darf mich nicht treffen. Ah, na toll. Voll erschrocken. Ich dachte, der kommt aus dieser Tür raus, ey. Okay, also muss ich mich doch heilen. Oh Mann. Ja, es ist jetzt schon wieder ein Tag her, dass ich es gespielt hatte. Deswegen hatte ich jetzt nicht mehr so ganz so auf dem Schirm, aus welcher Richtung der kommt. Voll erschrocken. Alles klar. Also doch ein Medipack einwerfen. Ich habe echt wenig. Achso, noch brauche ich die nicht. Also nochmal Sicherung. Na. Ach, sie bleibt immer so an diesen Ecken hängen. Also kommt er aus der anderen Richtung. Na. Ganz schön robust. Meine Güte. Tut mir leid, Husky. So, hier liegt aber auch nichts weiter. Ich kann hier auch nirgendwo hin. Ich kann nur diesen Knopf drücken. Und dann auf den verschobenen Kran klettern, von dem wieder ein Rest hier hängen geblieben ist. Okay. Ich gucke gleich mal, ob ich von diesem, von dem Kran, von der anderen Position jetzt nochmal irgendwo hinspringen kann. Ich glaube, ansonsten brauche ich hier echt nicht mehr weiter nachgucken. Ich habe gestern alles abgesucht. Dort kam ich ja nicht hin, ne? War zu weit weg. Es sieht halt auch alles so aus, als ob man da irgendwie noch hin könnte. Vielleicht war das Level ja auch ursprünglich ein bisschen anders geplant und die Türen dahin sind auch davon übrig. Aber, also was sollte da jetzt auch dahinter sein? Ich habe alle drei Geheimnisse. Von daher verpasse ich höchstens ein paar Medipacks oder ein bisschen Munition, aber gut, damit kann ich jetzt auch leben. So, dann springe ich darüber. Aber von hier aus kann ich jetzt auch wirklich nur aufs U-Boot. Ne, das wäre viel zu weit weg. Okay. Ja, schade, dass ich jetzt mich doch nochmal heilen musste. Vielleicht hätte ich es auch beim zweiten Mal nochmal ohne geschafft, aber egal. Class.
Ja, Holzklasse zu reisen ist die gute Lara natürlich nicht gewöhnt. Aber bleibt ihr jetzt nichts anderes übrig. So, wir haben es jetzt ins U-Boot geschafft. Sind jetzt damit auch in einem neuen Level. Und sind scheinbar schon einige Stunden unterwegs. Welch unwillkommene Verstärkung bei unserem kleinen Ausflug. Leonid, bitte legt die Dame doch in Ketten, ja? Ihrem kleinen Ausflug? Sie haben keine Ahnung, wofür Sie das Geld von der Mafia eigentlich bekommen haben, stimmt's, Admiral? Kleine, wer du bist und was du weißt, interessiert mich nur wenig. Wenn ich der Kapitän auf meinem eigenen Schiff wäre, würde ich dir vielleicht sogar zuhören. Aber bedauerlicherweise erlaubt mir meine derzeitige Situation ein solches Privileg nicht. Wenn du also einfach die Klappe halten und mitgehen würdest, das wäre sehr brav von dir. Umständen. Verstanden? Ja, Lara wurde erwischt. Uns wurden selbstverständlich alle Waffen abgenommen. Wenigstens die Medipacks durften wir behalten. Ein so ein Level muss es ja irgendwie immer geben. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir hier aus diesem Schlafsaal, würde ich mal sagen, ist das, wie wir hier rauskommen. Ich kenne mich nicht sonderlich gut mit U-Booten aus. Ich war aber schon zweimal in einem und die waren um einiges kleiner als dieses hier. Also das hier wirkt von der Größe her, wir werden es nachher auch in den anderen Bereichen sehen, wie ein riesiges Kreuzfahrtschiff, das einfach unter Wasser unterwegs ist. Also es ist echt verrückt. Ja, ich schaue mal, ob hier irgendwo irgendwas liegt. Hier wurden wir gerade eingeschlossen. Das ist Schlüsselloch, kann ich nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen, nicht durchsuchen oder irgendwie hochklettern. Nee. Auch hier nicht. Aber diese knarzenden Geräusche im Hintergrund sind schon echt cool. Okay, hier geht es auf jeden Fall weiter. Da sieht man, dass diese Holzverkleidung von dem Lüftungsschacht kaputt ist. Müssen wir nur irgendwie aufbrechen. Und hier, ja, klatscht sie auch gegen die Wand und auf der anderen Seite rennt sie weiter. Das heißt, dort geht es auch weiter. Und ich denke mal, mit diesem verdächtig kaputten Griff. Genau. Können wir das dann aufbrechen? Wozu ist dieser Griff überhaupt da? Kann man die irgendwie zusammenschieben? Die Schlafkabinen? Naja, auch egal. Hier geht es jedenfalls weiter. Hat sie sich hier festgebackt. okay. Gut, ey. Sie hat eben festgestellt. Ich hatte nämlich schon die Kriechentaste gedrückt, aber sie hat nichts gemacht. Jetzt geht's weiter. Also, wir sind jetzt erstmal in diesen Lüftungsschächten unterwegs. Achso. Kommt man hier noch irgendwo hin? Sieht nicht so aus. Nein. Da fällt mir ein, ich sollte gleich auch einmal speichern. In diesem Level jetzt aber noch nicht gespeichert. Sonst müssen wir alles nochmal anschauen, falls ich sterben sollte. Und das wird auf jeden Fall irgendwie irgendwann passieren. Und dann kletter ich jetzt die Leiter hoch. Interessanter Lüftungsschacht.
jeden Fall ist sie hier drin gut getarnt. Bis auf den Rucksack vielleicht. So, da ist jetzt eine Lücke, da ist das Gitter durchgebrochen. Und wir haben zwei Möglichkeiten, um weiterzukommen. Und kriege ich gleich mal von hinten ran, dass ich mich herunterhängen lassen kann. Aber ich denke, ich sollte mich nicht fallen lassen. Dann lande ich in dem Ventilator. So, ich nehme gleich mal hier die erste Möglichkeit. Das Gute ist, dass sie, wenn sie jetzt in so Kriechgänge reingeht, ach, hier geht es gar nicht weiter. Okay, dann gleich wieder Rückwärtsgang. Dass sie sich dann von alleine hineinzieht und in die Hocke geht. Ich glaube, in Teil 4 ging es auch schon, aber in Teil 3 definitiv noch nicht. Da musste man immer vorher auch noch die Kriechentaste betätigen. So. So, kannst du wieder aufstehen? Genau. Das klingt oder sieht aus wie offene Stromkabel. Damit werden wir es hier öfter noch zu tun bekommen. Dass hier einfach so lose Kabel von der Decke hängen, von dem wir dann einen tödlichen Stromschlag bekommen würden. Wobei ich weiß gar nicht, ob er tödlich ist, aber es zieht, glaube ich, so schnell Energie ab, dass wir relativ schnell tot sind dann. Gut, aber ich muss es ja versuchen. Also kriege ich wieder da rückwärts ran. Ja, das funktioniert. Dann hangeln wir uns hier einmal rum und ich nehme auch gleich wieder die erstbeste Möglichkeit. Und hier ist eine Klappe, die wir öffnen können. Und es scheint ein kleiner Lagerraum zu sein. Ich hoffe, da ist niemand. Ich habe ja keine Waffen, um mich zu verteidigen. Dieses Flackerlicht macht mich übrigens wahnsinnig, ne? Okay, dann durchsuchen wir mal das Regal. Immerhin ein Medipack. Dann das andere auch noch, da ist dann bestimmt nichts. Ja, war ja klar. Und die Schublade hier können wir auch durchsuchen. Also es sind immer so eine Kommode mit drei Schubladen. Wir können immer nur die mittlere anschauen. Ich habe keinen Einfluss darauf, welche Schublade sie anguckt. Was haben wir da denn jetzt gefunden? Eine Batterie. So, dahinter war ein Minuszeichen, also mit einem Negativpol. Dann brauchen wir bestimmt noch eine mit einem Positivpol. So, hier geht es nicht weiter, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich irgendwann nochmal hierher. Dann geht es auf der anderen Seite weiter. Hier geht es wieder raus. Ich gehe gleich wieder rückwärts hier runter. Ich glaube, da hört man gerade so ein bisschen das Sonar im Hintergrund. Einige Szenen kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern aus diesem Teil. Aber wirklich keine Details jetzt. Also es wird bestimmt wieder die eine oder andere Szene geben, wo ich dann weiß, okay, ah, jetzt, das muss ich jetzt machen, aber so einen groben, also einen groben Ablauf, aber. Wir sind neben dem deutschen U-Boot. Jetzt werden wir herausfinden, ob seine Fracht noch intakt ist. Die Taucher sollen sich fertig machen! Und werden wir auch irgendwann erfahren, wonach wir eigentlich suchen? Sie werden genug erfahren, um es zu erkennen. Da. Aber mehr Informationen würde Ihr begrenzter Intellekt wahrscheinlich nicht verkraften. Meiner vielleicht nicht, aber eventuell der Verstand der Spionin, die wir an Bord geschnappt haben.
Eine Spionin? Ich hoffe doch, Sie haben sie ausgeschaltet. Nieta! Wir müssen zwar mit ihren Wölfen heulen, aber wir werden nicht ebenso wahllos morden. Idiot! Ich werde diese Agentin erledigen, wenn ich zurückkomme. Bringen Sie das Boot in Position! Schnell, Genosse! Backbord 5 Grad. Steuerbordmaschine ein Viertel voraus. Alle Maschinen stopp. Achtung! Alle Tauchmannschaften sofort auf ihre Stationen! Ja, wir haben auch gerade erfahren, dass es sich bei dem untergegangenen U-Boot um ein deutsches U-Boot handelt. Daher waren die da auch alle blond und blauäugig in der ersten Cutscene am Anfang des Levels. Und ja, die Männer des Kommandanten, des Kapitäns sind natürlich nicht so barbarisch wie die Mafiosi und daher haben sie uns am Leben gelassen, was am Ende ja fast das von allen das Verhängnis. Obwohl, nee, es liegt nicht daran, dass Lara sich befreien konnte, sondern ja, eigentlich liegt es ja an diesem geheimnisvollen Speer. Speer des Schicksals hieß das Ding, glaube ich, ne? Aber das kommt alles erst noch. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir hier weiter vorankommen. Da ist die nächste Klappe, die wir auch wieder öffnen können. Ah, ach, das ist ja früh. Ich wusste gar nicht, dass das so früh ist. Das ist jetzt diese Szene mit dem Koch. Das speichere ich lieber einmal ab. Denn wir müssen versuchen, den Koch zu erschlagen. Da haben sie also versucht, so ein paar Stealth-Elemente einzubauen. Mehr schlecht als recht, möchte ich dazu sagen. Ja, also schleichen kann sie ja nicht. Und jetzt ist auf einmal eben langsam gehen wie schleichen, obwohl man ja trotzdem eindeutig ihre Schritte hört. Und ja, ich weiß nicht. Und man ist es ja auch aus den anderen Teilen gar nicht gewöhnt, irgendwelche Stealth-Angriffe zu machen. Daher finde ich das echt schwierig, das so einzubauen. Und es ist ja auch nichts, was im Tutorial irgendwie erwähnt worden wäre, ne? So, alleine, dass sie sich jetzt hier runterlässt und wirklich laut hörbar hier unten ankommt, sollte den Koch in seiner überdimensionalen Küche mit den überdimensionalen großen Töpfen schon gehört haben. Ich meine, schaut euch mal hinten das Waschbecken an. Nicht das Waschbecken, die Spüle. Viel zu groß. Wie soll er hinten an den Wasserhahn überhaupt ankommen? Muss er erstmal auf die Arbeitsplatte klettern. Okay. Aber ich habe irgendwie gar nichts, womit ich ihn... Achso, doch, das Brecheisen. Gut, ja, dann versuche ich jetzt mal langsam auf ihn zuzugehen. Und ich glaube, ich muss dann X drücken. Ah ja. Gut, hat beim ersten Mal geklappt, sehr gut. Ich weiß auch nicht, was er gerade gemacht hat da mit seinem Messer. Hat er die Arbeitsplatte bearbeitet? Ich weiß es nicht. Und er hinterlässt uns einen Riesenschlüssel. Sehr gut. Ja, hier, schaut euch das an. So lange Arme hat doch kein Mensch. Muss man erstmal hochklettern, Wasser anmachen und wieder runterklettern. Naja, egal. Okay. Hier ist ein Tür mit Schloss. Da auch. Mal gucken, wo der Schlüssel passt. Was ist das überhaupt für ein Schlüssel? Ein Bronzeschlüssel. Hey, wir hatten jetzt schon Gold, Silber, Bronze. Da tut sich nichts. Oder ich stand nicht mittig genug davor. Nee, macht sie nichts. Dann die andere Seite. Hier funktioniert's.
Okay, nur ein Lagerraum. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt hier irgendwie ins U-Boot gelangen, kann ich mich ja überhaupt nicht wehren. Und mit dem Brecheisen kämpfen kann ich tatsächlich nicht. Also wenn ich keine Waffen habe, dann habe ich keine Chance. Dann gibt es hier vielleicht etwas. Sie sehen aus wie Riesendosen mit Eiweißpulver oder so. Noch ein Schlüssel, der ist dann vielleicht für die andere Seite. Und wir haben hier noch wieder so eine Schubladenkommode. Na, du machst schon auf. Oh, da sind unsere Pistolen drin. Tatsache, sehr gut. Gleich mal ausrüsten. Und der andere Schlüssel war ein Silberschlüssel bestimmt. Ja, ein Silberschlüssel. Der passt dann vielleicht hier. Ja. Aber komisch, dass sie vorhin gar nichts gesagt hat. Das klingt nach Gegnern. So, dann sind wir hier im Riesenspeisesaal. Es tut mir leid, wenn ich das immer so erwähne, aber es sieht wirklich so lächerlich groß aus alles. Aber kann ich hier raufklettern? Ja. Das ist, glaube ich, später sogar wichtig. Ich fand das früher übrigens total cool, dass ich auf die Tische springen kann und hier rüber springen kann. Denn man konnte ja früher gar nicht so viel mit der Umgebung interagieren in den Spielen. Es sei denn, irgendetwas ist gewollt und es ist dann auch grafisch immer abgehoben vom Rest der Umgebung. Und wenn man dann immer auf irgendwas raufklettern konnte oder so, fand ich das total cool. Ja, wie ihr seht, springe ich auch jetzt gern hier rum. So, der Fernseher hat keinen Empfang. Keine Ahnung, wie viel 1000 Meter unter dem Meer. Vielleicht auch gar nicht verwunderlich. Hier ist eine komische Kameraperspektive. Ich kann sie auch nicht wegschalten. Gut, was sollte sie auch im Klo finden? Hier sind riesen Waschbecken. Wie soll man sich hier die Hände waschen? Ich meine, sie kann es als Badewanne benutzen. Guckt euch das an. Ich wollte jetzt mal hochspringen zum Vergleich. Also jetzt mal wirklich. Aber ich glaube, hier in dem Raum ist nichts zu holen. Ach Mensch, Lara. Ah ja, doch nicht so rum. Nee, hier gibt's nichts. In dieser Ansicht zu lenken, ist so schon wirklich nicht immer so einfach und so punktgenau mit dem D-Pad, aber wenn dann auch noch diese Kameraperspektive so komisch ist. Okay, hier ist ein Durchgang. Und da hinten der Durchgang? Kann ich den öffnen? Ja, da ist zumindest so ein Rad. Kann sie dran drehen? Ja, macht sie. Mal gleich die Waffen checken. Jetzt bin ich unschlüssig. Gehe ich hier weiter oder gehe ich da hinten weiter? Hm. Na gut, wenn wir schon mal hier sind. Ich speichere erstmal noch sicherheitshalber. Ich weiß nämlich wirklich nicht so genau, was noch passieren könnte. So, wir sind jetzt hier. Ja, so richtig verbauen kann man sie es ja nicht, glaube ich, in den Leveln. Ich werde ja sehen, entweder komme ich jetzt hier weiter und dann, wenn nicht, dann muss ich eh in die andere Richtung. Da hockt noch jemand. Ach, ist das nicht der Raum von vorhin? Nee, da hatte ich ja die Luke aufgemacht. Das muss ein anderer sein. Ich brauche ja immer noch die andere Batterie. Vielleicht finde ich die hier. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit machen. Aber das werden wir schon rausfinden. Zwei Regale, nichts drin. Wenn jetzt hier nichts in den Schubladen ist, ne?
tatsächlich nicht. Ey, kommt schon, Leute. Jetzt seid ihr aber ein bisschen geizig. Okay, guck ich mal. Ob ich trotzdem hier irgendwie weiterkomme? Okay, der Griff ist von unten. Das heißt, ich könnte es vielleicht auch so aufmachen. Ja. Es wird hier so gebastelt, wie man es braucht. Bei dem einen kann man es nach oben öffnen, bei dem nach unten. Hier soll es rechts sein, so komme ich wenigstens voran. So, und gleich kann ich eigentlich gleich im Kriechgang bleiben. Hier scheint wieder irgendwo Strom rumzuhängen, also Stromkabel. Wie weit denn noch? Das ist auch so nervig mit dem Kriechen, Aufstehen, Kriechen, Aufstehen. Und hier ist die nächste Klappe. Die können wir wieder nach oben öffnen. Scheint wieder so ein Lagerraum zu sein. Aber hier ist niemand, Gott sei Dank. Das war klar. Ich wollte gerade sagen, es sei denn, die Tür öffnet sich und es kommt jemand reingestürmt. Ich dachte gerade, ich habe noch Schritte gehört, aber es war bestimmt der sterbende Mitarbeiter. Ja, wenn es hier wieder nichts ist, dann war der erste Raum umsonst, der Kriechgang umsonst und dieser Raum hier auch. Ich meine, okay, ich komme hier allgemein weiter, aber trotzdem. Aha. Ich kann hier kombinieren. Eine Anzugbatterie. Ein Taucheranzug nachher bestimmt. Alles klar. Hat der hier irgendwas fallen lassen? Nee. Ich sehe nämlich gerade, hier gibt es auch wieder Bereiche, in die ich nur mit so einer Schlüsselkarte komme. Die habe ich ja noch nicht. Oder habe ich die andere noch? Nee, die haben sie mir ja abgenommen. Okay, ich habe jetzt übrigens auch Munition für die Shotgun. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Ah, okay. Hier ist wieder der Speisesaal. Es geht da unten weiter. Mal versuchen, mich zu orientieren. In dem Raum war ich ja auch. Ah ja, okay. Achso, genau. Genau, hier bin ich rein, dann oben rüber gekrochen und dann bin ich hier unten wieder rausgekommen. Und wo geht's jetzt hier hin? Komme ich da überhaupt runter? Probier's mal aus. Ja, ist ein Alter. Jetzt schon immer sicherheitshalber mal die Waffen. So, jetzt laufe ich. Ah. War ja klar, hier ist wieder was. Okay. Der sieht auch so richtig schön nach Mafioso aus, ne? Vom Äußeren. Er hat aber. Doch, er hat was fallen lassen. Aber keine Karte, nur Munition. Hier kann ich wieder am Rädchen drehen. Okay, hier sind die Torpedos. Und hatte er nicht sogar gesagt, er hat ein Atom-U-Boot? Also sind das hier Atombomben? Wollen wir es mal nicht hoffen, ne? Okay, aber hier ist keine Abschussrampe. Werden die nicht immer gleich in der Nähe der Abschussrampe gelagert? Sonst muss man ja ewig weit tragen, wenn es mal so weit ist, um die zum Einsatz kommen müssen. Na gut. Wohin geht's jetzt hier? Wo?
ich heile mich erstmal. Ey, so viele habe ich wirklich nicht. Na. Ah, hier sind diese Taucheranzüge. Die Taucher sollten sich ja bereit machen. Das sieht übrigens aus wie riesen Steckdosen hier. Ich glaube, hier geht es dann raus ins Meer. Okay. Irgendwo ist dann auch ein Anzug, den ich benutzen kann. Ich gehe erstmal hier rum, weil es sich so anhört, als ob hier irgendwie Gegner sind. Ich wollte gerade sagen, ich höre es doch. So, lässt aber Schönes fallen. Nein, okay. Hier sind die auch wieder. Die kann ich bestimmt nicht. Nee, kann ich auch nicht zerschießen, kugelsicher. Gut, dann gucke ich mal hier gegenüber rein. Aber ich weiß auch nicht, ob wir den Anzug überhaupt schon benutzen können. Ja, schon wieder so ein Flackerlicht. Okay, hier ist einer, der ist nicht hinter Glas. Aber damit kann ich noch nichts machen, da fehlen uns noch ein paar Sachen. Wäre jetzt auch ein bisschen zu einfach gewesen. Okay, hier ist aber kein Taucher zu sehen. Also dafür, dass er schon vor, ich weiß nicht, 10 Minuten gesagt hat, dass sie sich bereit machen sollen, ist hier noch nichts passiert. Da habe ich schon geguckt, dann bleibt noch die Tür. Und hier wartet uns bestimmt noch ein Gegner. Ja. Jetzt müssen wir leider doch die ganzen Männer vom Kapitän hier erschießen. Was hat er denn Schönes fallen gelassen? Aha. Eine Anzugkonsole. Und die Aussparung sieht doch aus, als ob da die Batterie reinkommt, aber ich kann es noch nicht kombinieren. Und das heißt, irgendwas fehlt da drin auch noch. Sonst liegt ja nichts. Dann schätze ich, werde ich wieder zurück zum Speisesaal müssen. Hier lang. Und dann in die andere Richtung gehen. Das ist ja das Einzige, was jetzt noch übrig ist. Genau, Torpedoraum. Oder ging es hier noch weiter? Da hinten. Ist das der Schlafraum, wo ich gefangen war? Ne, hier sind noch alle Griffe dran. Da liegt noch ein Medipack. Das heißt, sie haben zwei solide Schlafsäle. Also wie ihr seht, ne, es ist überall richtig überdimensioniert. Und es ist hier mehr so ein Kreuzfahrtboot. Ne, kann ich nichts machen. Dann ging es hier nur um das Medipack. Dieses Metallklacker übrigens total gerne von ihren Füßen. Ah ja, hier. Kommt hier bestimmt noch mal jemand? Aber ich glaube, wir sind am Ende der Folge schon angelangt. Ich habe die Zeit zwar jetzt nicht rechtzeitig gestoppt, aber hier sollte es dann entweder links oder rechts weitergehen. Mal da geht's weiter. Da. Ah, da brauchen wir wieder eine Schlüsselkarte, die wir noch nicht haben. Gut, dann geht's also hier weiter, aber erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.